69 Meter für 70. Die Buben sind jetzt groß zum Felsen. Ja, stark. Bei der U23, unser U19,
Europameister der Grigori Markus. Die zweite ist geworden, mit 86-18. Ich freue mich ganz besonders, dass wir gekommen haben, sehr rührig. Vater, ESV Steinzertal, der Mühlhans Michael. Irgendein Fleisch schaut nicht schlecht aus. Ich sag, Mühlhans Michael, Vater der Hermann, unser Filmer da hinten, macht in Österreich die Homepage meitensport.at. Super Seiten, also finde ich echt, dass sie immer wieder so Leute finden, die sich für sowas engagieren und unseren Sport auch nach außen tragen und bekannt machen. Finde ich echt eine super Sache und eine tolle Sache, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man da so viel Arbeit hat. Das führt sehr streng vor, ja. Dann dritter ist geworden mit 84-94 vom EC Bad Feimbach, der Anna-Maria Josef.75 Meter 31.
84 Meter 31 die Weite. Geht der 04 für Hebrecht, grüß an. Und da haben wir, ja. Jetzt ist halt der Fußball ganz groß, gell. Ja, der ist, und es ist halt mehr Geld drin im Fußball, ist eigentlich schade, weil die so, wenn es die... Ja, wir haben schon, bei uns ist Weichers mehr gut, ja. Weichers ist mehr gut. Ja, ich... Wir haben noch, das haben wir da noch, aber wieder weiter. Aber er hat auch schon 97. Ja, das ist gar nicht, das ist überlegen. Das liegt nicht mehr weit, Feri. Ja, ist nicht gut, ne? Aber das wäre wirklich schade, gell? Ja, das war nicht schlecht. Das war ein Mordschuss.
93 Meter 26 die Weite. Die erste Weite für uns. Rund 94 Meter 26 verabschiedet sich auf Mühlhorn aus dem Wettbewerb. Nach 111 Meter 24 für Ulrich Daniel scheitert weiter am Einzelweltmeister. Du sagst das. Das ist kein schlecht, die Schuhe ist das nicht. Let's go.
1,70 Meter trennen beide, allerdings Ulrich Daniel gewinnt, der zweite von Marlen Ernold. 108,90 Meter. Daniel. Schön brav bleiben, gell? Hast du jetzt Angst um die Frau? Nein, nein, nicht wirklich. Vom SV Schächen, unser Weltmeister, der Rotmoser Bär. Zweiter bin ich selber, da brauche ich nichts sagen dazu, oder? Ja, da du gerade nicht mehr haben. Nicht den. Hat sich auch mal schnell angestreckt. Und wir sagen, unser Drittplatzierter hat gesagt noch im Finale, wenn er ein Gegner hat, streng das wieder, oder schießt der Peter auch von der 13. Im Finale hat er das nicht braucht, hat er gesagt. Nein, Dritter ist geworden, auch seit Jahren jetzt schon, muss ich sagen, ein starker Schütze, weil eigentlich international immer bei uns dazugehört, vom SSV Wildpolsried, Ulrich Daniel. Der Bayern Reinhold.